ZSL 1 CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Der ZSC spielt zum dritten Mal daheim und hofft natürlich auf einen weiteren Sieg. Daheim, ein Vollsieg, ist mir gar nie gelungen. Das sind die Lausanner besser dran. 3 Spiele, 9 Punkte, ein toller Start von den Wattländern. Und heute Abend will natürlich der ZSC das wieder verdrängen und für sich verbessern. Der ZSC im Österreich wohl häufiger am Böck, aber selten ganz gefährlich. Lausanne ist stark dominiert worden, hat aber hinten eine starke Leistung geboten. Und schon hat man geglaubt, es geht mit dem 0-0 in Pause. Da passiert es doch noch. Der Bio-Shooter, 13 Sekunden vor Schluss, schießt zum ZSC 1, Lausanne 0. Der ZSC hat zu Beginn vom letzten Drittel nicht überzeugend, aber trotzdem erfolgreich. 47. Minute, ein Vorstoß und der Roman Wick, der Goldhelm, wahrscheinlich auch heute Abend einer der besten ZSC-Spieler, kann 2:1 erzielen. Neuer Spielstand, ZSC 2, Lausanne 1. Roman Wick, bald ist mir geneigt zu sagen, zum Glück haben wir noch den Roman für die entscheidende Goal. Aber trotzdem auch für dich natürlich ein herrliches Gefühl. Ja, auf jeden Fall ist es immer schön, wenn man mit Goal der Mannschaft helfen kann, aber ich meine, das Wichtigste heute Abend sind die 3 Punkte. Das ist ganz sicher das Wichtigste. Und ganz rund ist es auch heute noch nicht gelaufen. Nein, es ist schon richtig. Wir sind weiterhin ein bisschen unser Spiel am Finden. Wir sind ein bisschen dort am Schleifen, da am Schleifen, Verbesserungen anpassen. Das braucht halt einfach ein bisschen seine Zeit. Deutlich hat der Nilsson gefehlt. Euer Paradesturm, hat man das gespürt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Nilsson ist ein hervorragender Spieler und wenn man ihn nicht dabei hat, dann spüren wir das auf jeden Fall. Und hoffentlich geht es jetzt so weiter, Roman. Wir drücken dir den Daumen und deine Zuversicht wird sicher sich auszahlen. Danke vielmals. Merci. Matthias Seger, toller Heimsieg, aber ganz rund ist es noch nicht gelaufen. Nein, es ist sicherlich noch nicht alles optimal gelaufen. Aber wir sind froh, dass wir die 3 Punkte haben. Ich glaube, wir sind ein bisschen unter Druck gewesen. Es ist, eben die ersten Spiele waren wir nicht so solid. Heute war es wichtig, dass wir hinten sehr defensiv gut gespielt haben. Ich glaube, das ist uns über grosse Strecke gelungen. Was wir noch mehr machen, ist wahrscheinlich offensiv ein paar mehr Goals schiessen. Das wäre sicherlich besser. Aber ich glaube, wir sind einfach froh über die 3 Punkte. Ja, sehr oft kommen die Angriffe schnell. Es geht gut bis ins Gegner in Drittel. Und dann vor dem Goal fällt, wie du sagst, ein bisschen der Abschluss. Kann man das auch üben? Das kann man schon üben, ich glaube, aber das kann jeder Spieler, den wir hier haben. Ich glaube, das Wichtigste ist Selbstvertrauen. Der Sieg hat sich sicher ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, das ist perfekt. Und jetzt, glaube ich, wenn die Spieler ein bisschen relaxer sind, dann kann ich die Goal einmal rein. Man sagt ja sonst neuer Trainer, neues Spiel. Beim ZSC erinnere ich mich aber doch einiges an die letzte Saison. Ja, ich glaube, es ist vieles natürlich gleich, das ist klar. Aber sicherlich sind die Philosophien ein bisschen anders, wir probieren ein bisschen anders zu spielen. Aber das braucht natürlich auch ein bisschen seine Zeit. Wichtig ist jetzt, dass wir die 3 Punkte geholt haben und so ein bisschen auf der sicheren Seite stehen, dass wir ein bisschen mutiger aufspielen können. Und das ist schon gesehen. Matthias Seger, 39 Jahre alt und denkt noch keineswegs ans Aufhören. Genau wie ich auch.